Wie wäre es denn mal mit einem Museumsbesuch? Sowas bietet sich doch jetzt im Winter auch an. So einer, bei dem man in Erinnerung schwelgen kann. Das passiert garantiert, wenn Sie das Küchenmuseum in Hannover besuchen. Küchen vom Mittelalter bis zur Neuzeit, von Frankreich bis in die arabische Welt gibt es da zu entdecken. Und Sie können sogar selbst den Kochlöffel schwingen. Das hört sich doch vielversprechend an. Französischer Käse, feinster Spargel. In dem Walt Disney-Klassiker Ratatouille träumt Ratte Remy von einer Karriere als Sternekoch und hat Erfolg. Die originalgetreu nachgebaute Filmküche ist nur eine von vielen, die es in Hannovers Küchenmuseum zu bestaunen gibt. Lust aufs Kochen sollen sie alle wecken, ebenso wie die Kochkurse selbst. Jeder kann kochen, heißt es in dem Film Ratatouille, und auch der Küchenmeister ist davon überzeugt. Herzlich willkommen jetzt hier heute Abend bei uns im Küchenmuseum zu einem kleinen Champagner-Tasting. Und hinterher werden wir jetzt gleich 6 kleine Gerichte zubereiten und werden dann nachher noch was Leckeres genießen. Die Kochkurse im Küchenmuseum Hannover sind gefragt. Unter der Anleitung von Profis zaubern Hobbyköche lukullische Gaumenfreuden. Da gibt es Männerkochkurse, eine Kinderkochschule, Sushi-Abende oder aber Champagner-Taste-Partys mit französischen Leckereien. Wir müssen Tomaten gefüllt mit Ziegenkäse zubereiten. Die Tomaten haben wir ausgehöhlt, mit Salz innen gestreut, damit das Wasser rausgezogen wird. Jetzt erhitzen wir ein bisschen Öl. Und weiter habe ich noch nicht gelesen. Die Zwiebelsuppe. Jakobsmuscheln. Noch gar keine Berührung mit Muscheln gehabt, außer dass man am Strand irgendwo mal was Schönes gesehen hat. Aber das war es auch. Jetzt liegen sie da drüben schon so. Gemeinsames Kochen liegt im Trend. Je nach Wareneinsatz kosten die Kurse zwischen 29 und 49 Euro pro Person und versprechen einen abwechslungsreichen Abend. 1, 2, 3. Das kann auch passieren. Das senden wir aber nicht. Eröffnet wurde das Küchenmuseum vor ein paar Monaten. Für 7,50 Euro kann man es besichtigen, Führung inklusive. Mehr als 20 Küchen aus allen Epochen sind hier ausgestellt. Erinnerungen werden wach bei den Klassikern aus den 60ern und 70ern. Eine Besonderheit, die Ostküche. Und dann natürlich die Besonderheiten, um den Tisch so schön zu machen, Plaste und Elaste aus Schkoppau. Unter anderem dann auch die guten Dederon-Kittelschürzen, wie sie damals immer gerne in den Westen geschickt wurden. Und wenn man damit zu nah an einen dieser alten Kachelherde aus dem volkseigenen Betrieben in Berlin-Köpenick kam, dann schmolzen sie dann vorhin dahin und man hatte große Löcher in den Schürzen. Neben den Küchen sind auch ländertypische Einrichtungen zu sehen, wie die Chippendale-Küche aus England oder aber das argentinische Esszimmer. Bei den Kochfreunden steht mittlerweile das Finish an. Zufriedene Gesichter bei den Beteiligten. Ein wenig war ich beunruhigt, dass ich mich mit diesen Muscheln so anfreunden musste. Doch die Muscheln sehen gut aus und bei der dritten Champagnerflasche klappt es auch wieder mit dem Trick. Fertig, los! Das hat schon so ein bisschen Eventcharakter. Und da gibt es eben die unterschiedlichsten Varianten. Und natürlich ist auch immer wieder die Neugierde dabei, dass die Leute sagen, nicht nur im Fernsehen gucken, sondern selber machen. Genau, so wie die Jakobsmuscheln mit Champignons und Safran. Lecker. Die kleinste. Oh, der es gemacht hat, möchte die kleinste. Das Küchenmuseum in Hannover garantiert ein vielversprechendes Kocherlebnis in der Landeshauptstadt.